Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Two Vegans One Cup, heute im Bereich Lifehacks. Heute geht es um Fluoride. Was sind Fluoride? Fluoride sind toxische Stoffe, die in erhöhten Dosen auch zu Knochenschäden führen können. Darüber reden wir heute allerdings nicht. Worüber wir reden, ist über die Verknüpfung zwischen Zirbeldrüse, das ist eine endokrine Drüse, ziemlich im Zentrum unseres Kopfes, und dem Fluorid. Denn die Zirbeldrüse ist neben den Nieren in unserem Körper am besten durchblutet und zieht deswegen Fluoride magisch an. Wo sind Fluoride drinnen? In Amerika wird oft das Trinkwasser schon versetzt damit, bei uns ist es in fast allen Zahnpasten drinnen. Und es ist irgendwie dafür bekannt, dass es die Zahnqualität verbessert. Es gibt natürlich Studien, die das nachweisen, es gibt aber auch Studien, die nachweisen, dass Fluoride darauf überhaupt keinen Einfluss haben. Die Zirbeldrüse zieht wie gesagt Fluoride magisch an und das lässt die Zirbeldrüse verkalken. Die Zirbeldrüse ist allerdings sehr, sehr wichtig, denn sie ist für die Produktion von Melatonin verantwortlich. Das ist ein sehr wichtiger Neurotransmitter bzw. ein Hormon, was unter anderem auch das stärkste körpereigene Antioxidant ist, das wir haben. Es ist in der Nacht für Zellreparatur zuständig, es ist aber auch dafür verantwortlich, dass wir einen erholsamen, tiefen Schlaf haben. Wenn die Zirbeldrüse nicht ordnungsgemäß funktioniert, das passiert eben zum Beispiel, wenn sie verkalkt, dann können sehr viele biologische Prozesse in uns heruntergeregelt werden. Unter anderem können auch die Geschlechtsdrüsen nicht ausreichend ausgebildet werden und mehr. Deswegen der Lifehack von heute: fluoridfreie Zahnpasta. Es ist so einfach, eine andere Zahnpasta zu kaufen und es bringt einen gesundheitlichen Vorteil mit sich. Damit kannst du deine Zirbeldrüse entlasten und sicherstellen, dass sie optimal die körpereigenen Neurotransmitter produziert, die wir für unser Wohlbefinden brauchen. Ja, das war der kleine Lifehack von heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Two Vegans, One Cup. Stay tuned.